Flug Simulator 18 auf den Kumpf auf der Xbox One. Hier wird er nämlich auch genannt Bus Simulator. So, ich würde sagen, wir gründen ein neues Unternehmen. Handbox-Modus aus, Bangkok. Aktivieren wir und wir haben den Fahrtmodus listig und erstellen das Unternehmen. Ich spiele übrigens, also wenn ich fahre, weil ich mit dem Logitech 920 Driving Force. Ich glaube, ist gestern angekommen bei mir. Das war mein Geburtstagsgeschenk. Und heute war los mit der Aufnahme. So. Gleich zur Info, ja, also das zweite Unternehmen, das erste, was ich schon gesehen habe, Nanin, das werde ich, habe ich schon sehr viel reingespielt. Da werde ich den Steuermodus testen und ihn dann hier auf diesem Unternehmen zeigen. Und der Multiplayer, nach Multiplayer, wie das vom Bus Simulator, kommen von diesem Unternehmen, weil ich möchte, dass die YouTube-Videos immer alle nachsehen, wenn irgendein Mitspieler mit Absicht alles reinfährt und den Mensch hat. Das ist einfach nicht gut. Deshalb habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet. Ja. Fortschritte sind der Fluch eines jeden Fahrers. Beides. Das weiß ich natürlich. So, ich würde sagen, endlich. Wir können wahrscheinlich zwischen Hand und Demon. Okay, ich jetzt mal sage den Hand. So, und wir gehen da. Wo finde ich denn das Thema? Farbe blond, Hautfarbe, ein bisschen drüber. So, dann abschließen. Möchtest du das Tutorial spielen? Bitte, ja! So, das ist hier drin! Schön, dich wiederzusehen. Hoffentlich war der Verkehr nicht zu übel. Egal, sieh mal hier. Total coole Mercedes Citaro Car. Direkt vom Hof gekauft, drüben in Sunny Springs. Klar, das ist ein kleineres Modell. Aber ich bin mir sicher, dass die ganze Stadt in diesem Bus mitfahren will. Und bei unserem kleinen Projekt auch. Vergiss nicht, auch die hinteren Türen zu entriegeln. Setz dich einfach in den Fahrerstand, wenn du bereit bist. Ich setz mich so lange hier hin. Also es schaut eindeutig besser aus im Vergleich zum Vorgänger des Bus-Simulators. Nimm dir Zeit, um dich mit den Bedienelementen vertraut zu machen. Oh. Vergiss nicht, die Türen zu schließen und das Licht einzuschalten. So. Also, ich bin nicht verfallen, das machen wir. Schalte ein Lichtschacht an. Ich werde oft ohne den Führerschein gehen, weil ich denke schon einfach so viel besser aus. So, dann schließen wir die Tür. Bist du bereit, den öffentlichen Nahverkehr zurück nach Seaside Valley zu bringen? Super. Dann löst die Feststellbremse und fahr Richtung Ausfahrt. Gut. Dann lege ich den Controller jetzt weg. Und jetzt fahren wir ihn weg. Oh, und bevor ich's vergesse, ich habe eine Überraschung für dich.
Folge einfach der GPS-Route. Ich glaube, das habe ich auch schon. Ich zum ersten Mal schon gespielt, dass ich das habe. Ich habe keine Ahnung. Ja. Wie lasst ihr Spaß? Und jetzt möchte ich auch. Und jetzt noch nicht. Ja. So. Komm jetzt dann. Schwer rein. Mein Vorgänger war kein Freund des öffentlichen Nahverkehrs, deshalb ging hier alles außer Betrieb. In Sunny Springs, da wo ich gearbeitet habe, haben wir eng mit dem örtlichen Busunternehmen zusammengearbeitet. Das hat die Zufriedenheit unserer Einwohner deutlich verbessert. Ja, ich war Sunny Springs. Oh, gleich kommt die erste Haltestelle. Ich hoffe, du erinnerst dich an dein Training. Ich habe nämlich ein paar Leute zu unserer Jungfernfahrt eingeladen. Halte nah genug am Bordstein und innerhalb der Markierung. Oh, und vergiss nicht zu blinken. Hallo zusammen. Guten Morgen, Frau Tannhauser. Schön, dass Sie es geschafft haben. Hallo, Mira. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Hey, Sam, wie geht's Ihrer Tochter? Oh, danke, Mira. Sie ist ganz schön im Stress in letzter Zeit. Sie ist recht lebhaft, stimmt's? Schön, dass ihr da seid. Setzt euch bitte hin, wir fahren gleich an. Jetzt kommt der schwerste Teil. Siehst du die Uhr? Glaubst du, du schaffst es rechtzeitig zur nächsten Haltestelle? Wie schön, dass so viele Leute zur Testfahrt gekommen sind. Sie scheinen sich wirklich auf die Einführung des öffentlichen Nahverkehrs zu freuen. Ich finde, dass die ersten so von uns bleiben. Ich meine, wir kommen auch so. Man sieht mal so. Läuft doch ganz gut bis jetzt. Der nächste Halt ist gleich da drüben. Orgi und ich sind vor einer Weile hierher gezogen. In dieser Straße haben wir eine hübsche Wohnung gefunden. Es gefällt uns hier wirklich sehr. Hier gibt es einige tolle Restaurants. Wenn man vom Teufel spricht, darf ich dir meine Verlobte vorstellen? Hey, Schatz, die Nachbarn würden sich gern den Rasenmäher ausleihen. Na klar, bestell schöne Grüße. Ach, ich glaube, jetzt sind alle drin. Oh, wusstest du, dass dieser Bus einen BlueTEC-Diesel hat? Der erzeugt 210 Kilowatt Leistung. Ich habe mich etwas schlau gemacht, bevor wir uns für dieses Modell entschieden haben. Im Sommer laufe ich gerne an dieser Promenade entlang. Es wird immer ein frischer Wind, die Bäume spenden Schatten. Und wenn es zu heiß wird, ist der Fluss nicht weit. Ich werde auch nicht vor auf eine Ego angeschrieben, weil das ist ein bisschen kompliziert, vielleicht nicht so viele Karten verfügbar.
dass ich da einen aufgenommen habe, dass wir hier herumschauen und so, weil herum sind nicht drauf. Es ist schon wichtiger, als da in der Raum. Unser nächster Halt ist gleich da vorne. Ach, Entschuldigung, ich bin extrem aufgeregt. Das kann ich gerade in mir ansporteln. Letzte Halteposition. Ich habe den Vorteil, wir sind Gwen. Hallo, eine Fahrkarte bitte. Oh, das ist nur eine Art Testfahrt. Obwohl, das wäre eine gute Gelegenheit, um zu überprüfen, ob der Fahrkartenautomat funktioniert, stimmt? Hey, ich hätte nicht gedacht, dass Sie kommen. Hey, Mira. Ja, ich war nicht sicher, ob ich es schaffe. Professor Zellermann, Sie hätte ich hier gar nicht erwartet. Die Gelegenheit lasse ich mir doch nicht entgehen. Meine Verlobte hat schon unser Auto verkauft, weil wir endlich wieder Bus fahren können. Im Ernst? Dann hoffen wir mal, dass unser Vorhaben erfolgreich ist. Genießen Sie den Tag. Hallo, können Sie bitte die Rampe runterlassen? Klar, kein Problem. Kannst du zum Einsteigen bitte die Rampe herunterlassen? Das Schwimmbad ist ein toller Ort, um in der Freizeit zu entspannen. Es gibt nette Ruhebereiche und wundervolle Massagen, die gar nicht so viel kosten. Es sind sogar ein paar Leute dabei, die ich nicht kenne. Es scheint sich rumgesprochen zu haben. Das ist die Endstation. Alle Passagiere müssen hier aussteigen. Danach fahren wir in die Garage und parken den Bus. An alle, die noch an Bord sind, vielen Dank, dass Sie mit uns gefahren sind. Mit Ihrer Unterstützung bringen wir die öffentlichen Verkehrsmittel zurück nach Seaside Valley. Entschuldigung, können Sie mir noch mal beim Aussteigen helfen? Natürlich. Hilfst du dem Passagier im Rollstuhl beim Aussteigen? Ja.
Ich glaube, das waren alle. Die Strecke zur Garage ist im GPS markiert. Lass uns hinfahren und Feierabend machen. Wir haben einige Grafikdesigner beauftragt, Aufkleber und Folien zum Anpassen unserer Busse zu gestalten. Hoffentlich schicken sie uns bald ihre Designvorschläge. Es ist alles vorbereitet. Da drüben. Tja, alles in allem war das eine erfolgreiche Jungfernfahrt. Meinst du nicht auch? Glückwunsch. Lass mich nur schnell meine Sachen holen. Wir haben einige Systeme eingerichtet, damit du Strecken planen und unser Projekt weiterentwickeln kannst. Ich zeig sie dir schnell. Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Jetzt im Punkt machen wir dann wieder überlegen. Wo sieht es aus hier im Knecken aus?
Ja, das wär's eigentlich. Danke fürs Reinschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in maximal 2 Tagen wieder vor der zweiten Folge. Ja, bis dahin habt noch einen traumhaften Tag und tschüss!